seit 2 Jahren produzieren wir auch Künstler- und Künstlerinnenbücher. Wir nennen sie Künstlerfabrikate. Die Idee ist, in kleiner Auflage, in limitierter Auflage, von Künstlern und Künstlerinnen gestaltete Bücher zu machen, die sonst im Buchhandel wenig Chancen hätten. Und wir haben uns gedacht, dass dieses Buch, Seltsame, schreibe mir meine Seltsame schnell, genauso ein Fall ist. Ein eigentlich, wie ich finde, etwas verrücktes Buch, weil es besteht aus sehr schönen, aber auch ein bisschen verrückten Briefen. Und wir haben uns gedacht, dass der Reiz dieser Briefe auch darin besteht, wie sie ausschauen. Deswegen ist das Buch ein, wenn man so will, Faksimile-Buch. Es sind die Briefe alle sozusagen im Originalzustand abgebildet. Artmann hatte diese Gedichte analog zu wunderschönen Liebesbriefen datiert und der Adressatin beigelegt. Briefe an die angehende Kärntner Schauspielerin, die gerade eine Gelbsucht auskurieren musste und die der Dichter regelmäßig besuchte an ihrem Krankenlager. Und seine epistolären und lyrischen Verbarien wurden ergänzt durch Postkarten, ausgerissene Karikaturen, durch Zeilen in Sanskrit-Schrift, die die beiden schreiben und lesen konnten. Beide haben es beim Tibetologen Ernst Steinkellner das gelernt. Sowie durch getrocknete Sommerblüten verziert, einfach ein Sehnsuchtsherbarium. Der immer mehr nomadisierende Literat Artmann hielt sich damals noch viel in Wien auf. Bei der Mama im Bradensee oder bei der genialen Kostümschneiderin Erne Wobig, einer slowenischen Kärntnerin. Sie stellte H.C. Artmann, die Reinhardt-Seminaristin, vor, im Café Havelka naturgemäß, wo denn sonst. Und so begann die Liebesgeschichte, wie sie im vorliegenden Band in Briefen und Gedichten erzählt wird. Ei, Dietlind, vena de mi corazón, du Schlagader meines Herzens. Du bist die weiße Stadt nach 1000 gräulichen Abenteuern. Liebe Didi, heute ist sogar das Wetter wunderbar. Weibersommer fliegen mir vor der Nase über dem mystischen Otterkring. Einziger Platz Wiens, den ich lieb habe, spannt sich der Himmel. Wie ein Andenken an den Kronprinzen Rudolf. Rindsäugige Mestizen, wahre Zyklopen, auch wenn sie 2 Augen haben, gehen nach dem Wienerwald hinaus. Ein Sonntag ohne dich, eine Halbheit. Alles schließt sich zusammen, alles bleibt beieinander und ich bin ganz, ganz tief bewegt. Muss ich sagen. Danke. Das Buch können Sie signiert in einer limitierten Auflage von 199 Stück. Sie können es sich am Büchertisch anschauen, natürlich auch käuflich erwerben. Man bekommt es auch im Buchhandel. Vielen, vielen Dank.